Nach der Tat überfiel ihn ein solcher Heißhunger, dass er den Shop einer nahegelegenen Tankstelle aufsuchte. Die Waffe, ein Kris, ein traditioneller Malaiendolch, warf er in ein mit Altöl gefülltes Fass, das man neben der Waschanlage aufgestellt hatte. Er ging ihm gerne, denn in der kommenden Stunde würde der Prater nur ihm gehören. Das ist fast wie der Zeitung. Fast wie der Zeitung? Da hat einer meinen Mord aus der Sehnsucht des Leuchtturmwärters 1:1 kopiert. Das ist eine Drohung gegen mich.